Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Ehrengard E-Mail des 22 zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. So, jetzt ist hier noch so ein kleiner Streifen zum Düngen. Soll ich den jetzt mal mitnehmen oder soll ich das lassen? Was sagen Sie dazu? Warte. Kannst du auf die Map gucken, da siehst du es. Warte. Darf ich stehen. Okay. Dann machen wir diese so. Wo haben die Rücklieder? Weiß nicht, ich bin immer gerade bei passender Textur. Ja, leck. Also, GPS kam aus. Dann mache ich mich mal wieder auf dem Heimweg. Dann können wir ja auch den nächsten Tag vorspielen, haben wir in der letzten Folge geredet. Beziehungsweise besprochen. Um was? Nö, geht, wunderbar. Fällt der Dinge Düngen oder Spritzen braucht er nichts mehr, da ist ja alles schön, hast du gesagt. Ja. Ich bin mir fast daheim. So, hier ein. Heimweg? Bin schon am Hof. Ah ja, dann passt. Du siehst mich mal scheiße. Kann sein. Er läuft gerade von mir weg. Ah, hallo. Muss ich noch aufräumen? Nicht pennen? Warte. Oh. Jetzt kann man pennen. Und wollen wir aufstehen? Simi ist es. Ja, oder da. Sobald es halt reif ist. Also irgendwie so um den Dreh würde ich mal sagen. Wann haben wir irgendwas zahlen müssen? Oh ne, es regnet. Oh nö. Wer will es dreschen? Auf jeden Fall schon mal ins Wasser. Wortwörtlich. Ist auch. Radio kann auch an. Also ist der Wetterbericht wirklich gesagt. Ja. Und es regnet jetzt auch, wenn ich guck. Es wäre eh noch kein einziges Feld reif. Nicht? Nee, die sind ja schon richtig dunkel, weil sie sind kurz vorm Reifen, die 19 und die 21, aber noch nicht reif. Die sind noch im Wachstum. Kann man gucken, wann es regnen aufhören sollte? Also unsere Gäste heute ernten können und morgen ein Raps. Ja, aber da ist noch nichts reif. Ja, ist nix. Memo, wo ist sie? Musst du den Teil nicht einmal bei zurückgeben, oder? Nee. Solange der Eichhörker Vorderachsen noch nicht den hat, ist der da. Frag nicht, warum der neue Vorderachse war. Ja, der wird nur komplett neu gemacht. Neue Vorderachse, neuer Innenraum, neue Kabine. Echt, das komplette Ding wird neu gebaut. Naja, ja, ja. Also war der Eiche steht auf du. Ja, dich schon, aber der hat keine Vorderachse. Wir haben Tunnelmissionen. Ja. Spritzen. Wenn man nochmal einen Tag vorspulen nachher.
Ja, hätte ich schon mal gesagt. Was sagt kann eigentlich morgen? Das wettertechnisch? Ja. Also wir können Gerschen auch noch im Juli dreschen, so ist's nicht. Sag er denn morgen? 34 Grad okay. Sonnig, also gut. 30 Grad hat noch bei mir. Bei mir 34. 30 bis, also von 16 bis 30. Also sag mal gute Nacht, gell? Ja, der Früh um 6. Cowboy gehen wir nochmal, okay? Das sah mir nicht verhungern, oder? Da pennen wir nochmal schön einen Tag lang. Ist gerade der Mond oben drüber? Egal. Oh. Neuer Tag. Schaut's jetzt aus? Jetzt muss er reif sein. Jetzt ist es auch reif. Gucken Sie sich das einmal an. 19 reif und die 21 reif. Ist es nicht schön? Es ist reif, es ist reif. Es ist reif, ja. Ist der klar? Der steht da drin. Alter, was zieht's denn bei dem da? Ist das normal? Ja. Ich hab jetzt gerade gedacht, ich hab Tinnitus drin. Der Bruder denkt sich, bei ihm ist alles hier. Ah, Mann, ah. Ah. So. Alter, ich wette nicht. Ist. Schnappen wir uns den Schulter. Ich spritze mir den Tank mitten in den Haufen geschickt. Ja, das war der. Hab ich doch gesagt, das war der einzige Punkt, wo ich das Drecksding noch packen hab, Kinder. Ja, dann pack er mal weg. Ja, da bin ich noch nicht dazugekommen, weil du die größte Schlaufer wittest. Ja. Wir packen jetzt weg. Jetzt hast du doch Zeit. Nee. Nimm Schlüter und hol die Hänger. Ja, da bin ich schon dabei. Machst du das mit dem Salz? Das machst du nicht mit dem Salz. Nein, mit dem Schlitter. Ich hab doch genug gesagt, ich bin schon dabei. Ja, also du bist schon vom Hubschrauber weg. Bist von euch, das wurde mir mitgekriegt anscheinend. Ja, ich fahre jetzt dann gleich bei unserer Hochbahn voraus. Oh, da ist unser Hundi. Am besten noch schuld. Ich glaube nicht. Er hat eine. Nee. Nee, die haben wir noch. Wir haben doch eh keine Schulden mehr aufgenommen gehabt. Doch, warte. Haben wir? Doch, ich habe hier aufgenommen für das Feld. Echt? Jo. 50.000. Aber sind schon wieder weg. Das ist so lol, ich dachte, das kommen wir uns leisten damals. Nee! Jetzt hat um 11.000 Euro als Quatsch. Wow. Oh mei. Ich will gerade sagen, bevor schon du nur aber ich sehe dich schon. Can see you. From oh, behind. Nee, war dazwischen wieder so da, ja. Ja. Schlug der Ring 43. Ja, ein Schlüter im Arsch. Ich hab gerade den vierten Ruckschalten. Alter, das. Hallo? 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 Das hab ich aber gesehen, gell? Das gibt mir Anzeigen. Ich schreibe mir das Kennzeichen. Ja, scheiße, ich kann mir das Kennzeichen nicht mehr aufschreiben. Das ist zu schnell, dann leider vor 70 oder so. bremst da. Ich habe mich noch gefreut, bremsen hat er, jetzt fährt irgendwie rein. Mann. Zum Glück hat die Front keine Kolli, warum auch immer. Die muss ich mal noch ein bisschen abhängen. Sachen sind noch. Der gute Zaun. Ja, okay, der jetzt ist eine Einfahrt. Jetzt ist eine Einfahrt da, ja. Da war eine Einfahrt, die war schon immer da. Bist du dir das sicher? Kostet die 20. Zu viel. Junge, wir haben 18.000. Reif. Die ist reif, aber. 30.000
Können Sie das noch mal, also... Ah, stimmt, wir haben ja Pacht, das heißt, wir können unser Zeug pachten, wir müssen gar nicht mehr kaufen. Wie viel Kerbe hier hinter mir? Oh, gar keine, ist gut, ja. Die kostet 4000 Euro pro Tag. Und der Pacht. Das geht, oder? Ja. Warte, das wird nichts. Können wir jetzt die 20 einfach abenden oder nicht? Oder wie schaut das aus? Ja, wir haben die gepachtet, also ja. Also normalerweise schon. Weil die halt nicht. Warte! Achso, der will da hinten rein. Ja, ich will. Aber die Aldrasch, jetzt kommen wir nicht mehr weg. Oh Mann. Was magst du denn? Ja, ich würde irgendwie Schneidwerk anhängen. Jetzt fahren wir mal rein hier. Ich habe nicht mal Staub produziert, haha. Irgendwo muss ich ja Schneidwerk abstellen, oder nicht? Ja. Beziehungsweise Schneidwerkswagen, um Schneidwerk anzuhängen, ja. Wo ihr am allerbesten sogar noch hinkommt, zum Rand, so, also zum Abwehren. Also zum an. So. Was steht denn hier passend? Ach stimmt, wir haben ja auch Silo. Das ist Schreiber, ne? Oh, ist es. Ja, aber das kannst du noch drin stehen. Blockerle. Ja, ich mag es trotzdem schon mal auf. Oder? Nein, die lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Oh, da steht wieder ein bisschen Zeug rum. Käse-Ding haben wir ja gar nicht mehr dran gedacht. Ja, stimmt. Vor der Aufnahme habe ich zwar nochmal zwei Paletten weggetan. Ja, da bin ich schon dabei. Jetzt sind schon wieder drei. Geht schon wieder irgendwie nicht so wirklich. Hat schon wieder so. Ja, wahrscheinlich weil es krank hat. Die Kette geht aber. Die Kette dreht sich aber das Haarspiel nicht, das ist schön. Das ist. Schon wieder. Oh, mei. Ja, mei. Diese Durchschau. Die neue Kandidat kann man da nichts sagen. Du hast was auf dem Feld kaputt von, ich sieh's ganz genau. Ja, das sind Fahrgasse, Junge. Nee, seitlich, wo du einen Hänger hochgestellt hast. Ach, da seid ihr, warte, man muss. Ja, da war eh teilweise nichts sagen, aber kurz seht ihr, dass du was drauf hast. Alter, da ist gerade noch vorbei gesagt. Achso, jetzt siehst du sowieso nicht mehr, oder? Auch Helfer ist drin. Lübt. Ah, hier hinten. Ja, es kann sein, dass ich da bloß was erwischt habe mit dem Hänger, keine Ahnung. Hä? Hey, was ist das denn? Was ist? Ich war Manager. Eigentlich muss man da Admin sein. Für was denn? Ach so, wir pachten. Ja. Ja, wir gucken mal ich nach. Also. 20 war's, ne? Jo. 20 hier. Pachten. Grundstück pachten. Ja. Warte mal. Grundstück. Felder. Wait a minute. LOL, auf was hast du geschaut? Du, wenn ich im Ding bin, gibst du einmal die Grundstücke. Oh, LOL! Und du musst da drauf gucken, wir haben jetzt Feld 10 gepachtet. Feld 10 gehört ja uns. Nee, Feld 10 gehört nicht uns. Wir müssen Nummer 15 pachten. Ja. Es ist, EO! 13.000 Landkauf? Wait a minute, wir haben doch. Warum drei. Warum? Achso, weil da Zeug drauf ist. Das wird uns abzogen. Schätze ich mal. Nee. Weil da haben wir die 10 die ganze gepachtet. Nee, die 10 ist nicht mehr gepachtet. Ich hab zwar die 10 auch gepachtet, aber die ist nicht angenommen.
Warum auch immer. Weil wir sie uns wahrscheinlich nicht leisten konnten. Ah, das kann sein. Das glaube ich so meine Vermutung. Was können wir jetzt da gerade mal reintreten? Ah, jetzt hat. Na klar, schon wieder nochmal drauf. Aber nein! Warte, du musst mich schon aufladen. Warte. Spawn da nochmal welche? Nee, ist leer. Ist gone. Versteck ist zu. Nein! Jetzt hast du es noch gehaut. Oh shit. Alter, nein. So steht eigentlich meiner hier drin. Ach, du hast das Ding extra. Stroh. Ja. I see. Stroh passt, Gülle, ja. Schlechtzeuge, ja. Gut, dann fahren wir mal wieder raus. So, ich glaube, es hat ja schon gesagt, der hat jetzt auch kein Kennzeichen, so wie Ackerschiene. Hä, hey, warum kick ich hier denn? Ich weiß es nicht. Das war beim letzten Mal auch schon so. So kommen wir ganz kurz her. Ja, warte. Was tappen? Das kann ein bisschen dauern, wir haben auch ein Fahrzeuge. Bin da. Jetzt ist er nicht also. Da. Also. Ja, ja. Du hast eine Käsepalette. Du lässt ja, fast aus. Du hebst die übelst schief. Her. Ich schmeiß ja. Die jetzt, gell? Ich drück schmeißen. Ja. Ja. Warte, und jetzt musst du zuschauen. Warte. Bin ich vom Hänger? Ja. Ja. Ich schmeiß jetzt, gell? Jo, wie viel Kraft hast du? Stell mal, bei mir fliegt die so weit. Möchtest du jetzt nochmal? Ja, jetzt fliegt sie vorwärts. Ja, weil ich gerade starke Handding wieder angemacht habe. Das buggt dann quasi, wenn es ich aus habe, dann fliegt die andere schon. Ja, ist ein schwieriges Thema. Der ist und bleibt schwierig, ja. Unsere Chefin brauchen ja die Einstellung, ne? Nö. Nee. Den geht's so oder so prima. Boah. Mal, wenn man geht. So. Einmal abhängen. Der Superkraft noch ein. Ja. Ich hab sie noch einmal. Oh, Junge. Wenn man jetzt hier den Ding hochkickt und dann schießt wieder rückwärts. Achso, nee. Ich hab die Käse bei der oben drüber kickt. Really? Oh, hey. Oh. Und dann nochmal runter. Ganz ruhig, alles wird gut. Glaube ich.
Ich guck mal nochmal, ob ich ein bisschen Missionen. Ja. Oh, es gibt auf jeden Fall einige, die wo gut Geld bringen für Ernten. Nehmen wir mal an. Nehmen wir auch mal an. Nehmen wir auch mal an. Und nehmen wir auch mal an. Gruppen für 4000. Ballenpresse für 12. Feld 8 und Feld 7. 8 und die 7. Das wären 6000, ne? Ja, komm, warum nicht? 5% würde ich da, glaube ich, nicht mehr weit kommen. Das heißt, wir holen nochmal schnell ein bisschen Dünger. Aber das dann ist schon in der nächsten Folge. Denn, liebe Leute, wir sind noch mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Moderation, die niemals fehlen darf. Läumchen wäre ein Träumchen, du kannst auch keinen Cent unten den roten Knopf drauf werden. Falls ihr nichts getan, Glocke aktivieren, bitte nichts mehr verpassen, das war's von mir. Dann sind wir schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ironguard. Immer ist 22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.